Servus Leute, ich bin Zetabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind heute angekommen bei einer neuen Serie und zwar heißt die Who Am I mit einem Special Guest, der noch nicht auf meinem Kanal war. Das ist auch seine Serie. Stell dich kurz vor, Bossio. Moin Freunde, was geht? Bossi hier auf Tabak seinem Kanal. Freut mich, dass ich hier am Start sein kann, ja. Ist mir eine Ehre. Ich habe richtig Bock drauf und wir haben ja schon eine Folge aufgenommen. Und jetzt sind wir hier auf deinem Kanal und ich würde einfach mal sagen, ich stelle mal kurz die Serie vor. Aber als erstes, Leute, ganz kurz, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Wir haben auch bei ihm eine Folge aufgenommen. Check das unbedingt ab und lass bei ihm ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ja, kannst du die Regeln erklären. Beide Personen bauen sich ein Team aus 11 Spielern. Klar, ein Starspieler. Unser Starspieler ist in dem Fall der gute Jovic. Das Team muss natürlich 100 Chemie haben. Jeder Spieler auf voller Chemie. Mindestens 2 Ligen und maximal eine Icon. So. Dann geht's um Folgendes. Wir beide suchen uns einen Spieler raus, den der andere erraten muss. So, wir können ja mal ganz kurz zeigen, welchen Spieler wir da haben. Okay? So, das ist jetzt zum Beispiel mein Spieler. Lecker. So. Und der andere muss dann quasi durch Fragen diesen Spieler erraten, ja? Je nachdem, wie viele Fragen man braucht, wird das Team des Verlierers quasi minimiert und verringert und durch Bronzespieler ersetzt, ja. Wir mischen dann quasi das Team durch und dann darf zum Beispiel, wenn man 7 Fragen gebraucht hat, um den Spieler zu erraten und hat gewonnen, dann bleiben insgesamt 7 Spieler beim Gegner Gold und 4 werden durch Bronze ersetzt. Das heißt, wir mischen einmal durch, 4 Bronzespieler, beispielsweise RV, Stürmer, Torwart und Innenverteidiger, die werden Bronze, dann spielen wir gegeneinander und dann wird abgeschossen. Ich hoffe, ihr versteht es. Genau, es zählen nur die Fragen mit Nein, genau, und gell? es zählen natürlich nur die Fragen, die mit Nein beantwortet werden. Wenn ja ist, dann zählt es quasi nicht als Frage. Ihr werdet es im Laufe der Folge auf jeden Fall verstehen. Hört sich am Anfang ein bisschen kompliziert an, aber so wild ist es Ist gar nicht. easy. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, vorne habe ich ja angefangen, weil ich der Gast war, heute bist du der Gast. Ich würde sagen, du stellst mir als erstes die Alles Fragen klar. und musst jetzt meinen Spieler erraten und der ist ziemlich knackig. Okay. Du kannst gerne schon anfangen, wenn du Okay, willst. 4-4-2. Alles klar, dann fange ich mal wieder an mit meiner Taktik und zwar ist dein Spieler vor dem Aus Europa. Torwart. Ja. Okay, also spielt also Ich merke mir die Frage. er spielt quasi vor dem Torwart, ne? Ist ja eine Frage, kann Ja, man machen. genau. Spielt dein Spieler vor der Verteidigung? Ja. Okay, spielt dein Spieler im Mittelfeld? Ja. Mann, du hast bis jetzt noch keine Nein-Frage, gell? Okay. Das wird kritisch hier. Ist dein Spieler in einer europäischen Liga? Ja. Spielt dein Spieler in der League A? Nein, das ist die erste Nein-Frage. Erste Nein-Frage, Ja. okay. Spielt dein Spieler im ZM? Richtig? Okay, jetzt machen wir mal eine ein bisschen riskantere Frage. Spielt dein Spieler in der Bundesliga? Nein. Tut er nicht. Okay, also er hat Bundesliga nicht diesen nein. Move gemacht. Nee, nicht wie vorhin. Okay. Dann nächste Frage wäre, ist dein Spieler in der Premier League? Ist er nicht, nein. Das ist dann die dritte Nein-Frage. Ist dein Spieler in der niederländischen Liga? Nein, wie kommst du immer auf diese niederländische Liga? Ja, kann ja sein, dass sie irgendwie so. Schon Ich wegen weiß ja der nicht, Frankie ne? oder so, gell? Stimmt schon. Ja, Frankie und sowas, ne? Die ganzen Jungs. Okay. Ist dein Spieler in der Liga Santander? Liga Santander? Nein, ist er auch nicht. Auch nicht. Na? Ist der in der Serie A Calcio A? Ja, da ist er. Spielt dein Spieler bei Juventus Turin? Nein, tut er nicht. Okay. Aber ich habe schon mal auf jeden Fall eine Idee, wie du das irgendwie gelingt haben könntest. Spielt dein Spieler bei Napoli? Nein, tut er nicht. Spielt dein Spieler bei Inter Mailand? Tut er auch nicht, nein. Jetzt sind wir schon bei Auch acht nicht. Nein-Fragen hier. Jetzt hast du fast die ganzen großen Teams schon durchgekaut. Fehlen nicht mehr viele. Napoli nicht, Juventus nicht. Dann bleibt noch Lazio übrig. Spielt dein Spieler bei Lazio? Ja, tut er. Okay, ZM bei Lazio. Da fallen mir jetzt direkt Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic ein. Jetzt können wir natürlich durchfragen oder wir hauen jetzt direkt einen raus. Ist dein Spieler. Ah, dein Spieler ist Milinkovic-Savic. Ja, natürlich. Sehr Natürlich, wild. Nationalität, sehr Ja. gut. Oh. Und Milinkovic. ich wollte noch Lucas Leiva fragen, dachte so, welchen Brasilianer gibt es in der Boah. Bundesliga? Aber dann dachte ich mir Nee, so, nee, nee. hä? Das ist der Okay. Milinkovic, der gute Serbe. Kann man gut Milinkovic. verbinden mit Luka Jovic, deswegen ja, habe ich mich dafür entschieden. Ja. Also, soweit ich mitgezählt habe, hast du acht Nein-Fragen gehabt. Und dann würde ich sagen, darf ich jetzt bei dir weitermachen, oder? Du hast dir deinen Starspieler ausgesucht, kannst du nochmal kurz zeigen für die Leute, damit sie den schön sehen. Das ist
dieser gute Mann hier. Gut, welche Aufstellung hast du denn? Ich habe die 4-2-2-2. Okay, ich fange mal so wie du vorhin an. Das war eine gute Idee. Ist dein Spieler, also spielt dein Spieler vor dem Torhüter? Ja. Spielt dein Spieler vor der Verteidigung? Ja. Okay. Spielt dein Spieler im Mittelfeld? Nein. Okay, das ist schon mal sehr gut, die erste Nein-Frage, aber somit muss er dann im Sturm spielen, soweit ich jetzt hier logisch denken kann. Spielt dein Spieler in der Bundesliga? Nein. Okay, spielt dein Spieler in der Premier League? Auch nicht. Boah, Premier League nein, Bundesliga nein, du hast vorhin Ligue 1 gefragt. Spielt dein Spieler in der französischen Liga? Ja. Okay, sehr gut. Dein Spieler spielt in der französischen Liga und ist vorne im Sturm und du hast Jovic daneben. Was hast du da veranstaltet? Spielt dein Spieler bei Paris? Nein. Also ich würde ansonsten Depay sagen, das fällt mir gerade noch so ein, wie du den halt dann verbindest, ist die andere Frage. Ich glaube, einen serbischen Spieler in der französischen Liga im Sturm gibt es nicht wirklich. Spielt dein Stürmer für Olympique Lyon? Nein. Mann, ah, jetzt hast du die Falcao SBC gemacht, das wäre doch mal was. Spielt dein Spieler für Monaco? Ja. Ja. Okay, jetzt muss ich schauen, wen gibt es bei Monaco vorne im Sturm? Ich denke, ja, wir wissen es, oder? Wenn ich so bei AS Monaco mich so durchstöber, dann sehe ich da eigentlich nur einen Jovetic und einen Falcao. Kann schon sein, dass du Jovetic genommen hast, aber ich nehme jetzt Falcao, komm, du hast bestimmt die SBC gemacht. Ja, ja, es ist Falcao. Da müsste ich jetzt wirklich unter dir sein, oder? Wie viele Nein-Fragen habe ich? 1, 2, 3, 4. Okay, 4, gut. Sehr gut. Okay, also du bist auf jeden Fall klar unter mir. Dann, das heißt, du darfst, warte mal, du hast mit 4. Oh, fuck! 4 Spieler bleiben bei mir Gold. Du musst jetzt ein bisschen umrotieren und ich darf jetzt erstmal ein paar Spieler snipen, die nicht mehr ins Team kommen, gell? Ja. Alter, du hast 7 Stück. Alter, das wird ja ein... Ich werde ja nur gegen Bronze-Spieler spielen. Das wird was, Leute. Das wird jetzt was. Also, ich darf jetzt schießen, gell? Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt. Aber ich würde sagen, ich schieße deine ganze Verteidigung einmal. Weil das ist immer gut, die Verteidigung abzuschießen. Damit du schön hilflos... Okay. Alle Tore. Willst du schon wissen, was wegfällt? Ja, kannst du schon mal sagen, was wegfällt, ja. Gerne. Also, ja. es fällt erstmal mein, Naldo weg, 85er Caligiuri in Rot, Neto und 89er Falcao. Du hast jetzt also schon mal safe ein Bronze-Torwart, gell? Ja. Das war es halt echt komplett. Alter. Okay, dann nehme ich noch die zwei ZDMs. Ja. Ich nehme jetzt einfach nochmal den Torhüter, dann. Den Torhüter? Ja. Okay, immerhin ist Diarra, der Starspieler Jovic, ist noch drin. Sehr gut. Das heißt, offensiv haben wir wenigstens ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, laden wir uns ein und wir sehen uns ja dann wahrscheinlich gleich im Spiel. Das wird lustig, glaube ich. Das wird echt. Ja, ich hab 4 Goldspieler. Ich werde jetzt den Bossio einladen. Ja, Bossio, das wird jetzt eine knackige Runde, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Let's go. Und was ist es? Uiuiui, das ist ganz schön viel Bronze. Aber 2 Informs, Godwin, okay. Alter, dein Torwart hat echt einen freshen Bart, Alter. Ja, dein Team ist auch in Ordnung, ja? Ja. Alter, also ich hoffe einfach nur, dass dieses Spiel nicht 11-0 ausgeht. Groß, dein Torwart, oder? Ja. Doch, ja. Das ist der Beste. I doubt it. Jetzt, erste Torschuss. Jawoll! Die erste Chance, schade, Mann. Ich habe übrigens in diesem FIFA noch nie gegen so viel Bronze-Spiel auf einmal gespielt. Und ich noch nie mit so vielen, Alter. Boah, komm, Tempo. Boah, der steht. Und Perisic aus dem toten Winkel eigentlich fast, gell? Wie? Das kann doch nicht sein. Wie geht der rein? 7. Minute, Jungs. 1-0. Alter, der hat echt krass reingemacht. Durch Ball, durch und volle Kanne rein. Ah, die können nicht mal passen. Weißt du, das Problem ist, wenn du so 2 Bronzespieler hast. Okay. Aber du hast 8, das ist mein ganzes Team. Wo ist die Bossio-Flanke? Kommt die? Ich muss Taktik ein bisschen... Oh. Nein. Bronzespieler. Komm. Ah, Jovic. Alles muss über den gehen heute. Idemo. Komm. Komm, Rebic. Der muss ein Tor machen. Torwart. Nein. Was? Ja. Ja. Was? Was ist das für ein Tor? Was war das? Ey, ich bin dir ehrlich, gell? So ist es mir auch noch nicht passiert, glaube ich, dieses Jahr. Was war das? Ich dachte, mein Torwart hat den. Er lässt ihn einfach durch. Juckt ihn halt gar nicht, gell? Aber ich muss ehrlich sagen, du nach vorne spielst du schon gut die Chancen. Oh!
Alter! Jetzt hatte ich aber gut Glück. Hinten ist halt echt... Es ist unmöglich, mit denen zu verteidigen. Ach komm, Sancho, Alter. Und jetzt schon wieder Perisic aus dem Winkel. Stark. Oh, jetzt stehe ich offen, Mann. Jetzt hast du eine gute Torschance. Oh, der warte! Was? Ich drück komplett nach unten. Was ist das? Es steht 2-0 zur Halbzeit, Freunde. Boah. Ist ein enges Ding eigentlich, muss ich sagen. Jetzt kommt sogar noch das Tor. Lauf, Rebic, Mann. Sie sind geistig behindert. Ich bin gerade aber auch richtig am, als wäre es wirklich gerade Spiel um Top 100, ne? Na, ich kann nicht mehr schießen. Also 2-0 müssen wir halten. Das 2-0 müssen wir halten. Oh! Wie? Ja, komm! War das nicht abseits? Nein. Nee, gell? Oh Gott, ich gehe auf den zweiten Pfosten. Jovic! Nein! Oh nein! Was für ein Ding? Nein! Das gibt's doch nicht! Was haut da für ein Ding gegen die Latte? Alter, mir ist gerade mein Herz in die Hose gerutscht, aber dreimal. Nein! Hey, das ist zu krass. Oh. Ja, was hast du für Torchancen gehabt? Ich wollte gerade einfach, hätte ich ein bisschen ruhiger machen können, aber ja. Ich wollte jetzt einfach die Chance noch mitnehmen. GG, auf jeden Fall an dich, Mann. Das war echt irgendwie ein spannendes Spiel. Obwohl du ja, wirklich, also so verkehrt war es eigentlich gar nicht. Immerhin 5 Schüsse. Du darfst schon mal umstellen, wenn du willst. Du bist bereit? Ja, scheiße, komm. Ich überlege gerade, ob du sie echt in den Sturm gelassen hast. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass du sie im Sturm lässt. Teuter, boah, das ist schwierig, Mann. Pass auf, ich nehme die zwei Innenverteidiger. Ich mach so direkt die beiden. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Nein, hab ich jetzt echt eine Info getroffen? Das gibt's doch nicht, Alter. Ich bin echt gut, aber in so einem Zeit nicht. Wieso? Sag mal kurz. Ich wollte erst die zwei Außenverteidiger nehmen. Habe ich jetzt aber nicht beide. Also, wen habe ich getroffen, sag mal. Beide hast du nicht getroffen. Okay, aber gut. Einen habe ich stehen gelassen und einen habe ich in die Innenverteidigung gestellt und zwar Rebic. Rebic, okay, gut. Aber der ist weniger wert als Jovic. Als Jovic, ja. Ja, ist trotzdem schade. Aber immerhin ein Info. Aber trotzdem, er trifft einfach bei 8 aus, dann trifft er trotzdem. Ah. Wahnsinn, Mann. Ich habe mir überlegt. Bye, have a great time. Zuerst die beiden Stürmer zu nehmen auch. Da hätte ich halt Jovic getroffen. Aber gut, jetzt haben wir Ante weggehauen. So. Gut, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Schreibt gerne auch Feedback in die Kommentare, wie ihr die ganze Serie findet. Was habt ihr für Verbesserungsvorschläge? Ist jetzt heute quasi die erste und zweite Folge gewesen. Und wenn ihr weiterhin Bock habt auf die Kombination, zum Beispiel gegen Bossio mal so ein Discord-Quiz zu machen, einfach den Daumen eskalieren. Schaut bei Bossio vorbei, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Da kam eben auch eine Folge. Und dann gebe ich noch meinem Gast die letzten Worte. Haut's rein, euer Tabak. Ciao. Ja, also hat auf jeden Fall Bock gemacht. War ein souveränes Spiel, war auch eine geile Folge bei mir, war eine geile Folge bei dir. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung auch. Ja, ich hoffe natürlich, euch hat die Serie gefallen. Wie gesagt, Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Und ich hätte auch nichts gegen so eine Discord-Quiz, ne? Also eine Revanche muss auf jeden Fall noch drinne sein, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, ja. Ich würde sagen, auch von mir, haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.